Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Ich gebe zu, das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich denke für uns, gerade bei dieser Europawahl, ein historisches Ergebnis. Wir haben Platz 2 errungen, liebe Freunde. Super! 15,9% für eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Regierungsparteien, die richtig abschmieren. Und eine neue Partei, die aus dem Stand 6,2% holt. Das ist die Bilanz der EU-Wahl 2024. Was bedeutet dieses Ergebnis für die anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen? Wir gehen in dieser Folge Politbarometer to go in die Analyse. Spionagevorwürfe, SS-Verharmlosung und Beobachtung durch den Verfassungsschutz. All das hat die Wählerinnen und Wähler der AfD wohl nicht abgeschreckt. Bei der EU-Wahl am 9. Juni verbessert die Partei ihr Ergebnis im Vergleich zu 2019 um 4,9 Prozentpunkte. Während 74% der Befragten im aktuellen ZDF-Politbarometer in der AfD eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland sehen, scheinen die Wähler der Partei gegen Fehltritte und Negativschlagzeilen immun zu sein und stehen nach wie vor zur AfD. Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen erklärt das so. Für einen Teil der Anhängerschaft der AfD ist es überhaupt nicht störend, weil sie ja sich durchaus auch selbst mit rechtsextremen Positionen identifizieren. Aber für diejenigen, die die AfD primär als Protestplattform benutzen, ist es natürlich auch nicht unbedingt zwingend negativ, könnte vielleicht sogar für den einen oder anderen dadurch die Keule nur noch wirksamer, noch radikaler machen, mit der man den etablierten Parteien drohen will. Tatsächlich galt die AfD zwar lange als Sammelbecken für Protestwähler. Ihre Anhänger aber sagen nach der EU-Wahl zu 70%, sie wählen die Partei gerade wegen ihrer Politik. Ist die AfD also endgültig raus aus der Schiene der Protestpartei? Matthias Jung sagt, das treffe nur auf einen Teil der AfD-Wähler zu. Weil sie ja zum Beispiel auch in einzelnen Teilbereichen eben die Positionen der AfD, zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik, auch unterstützen oder da eine ähnliche Einstellung feststellen. Aber diese Menschen wären zufriedener, sage ich jetzt mal, wenn diese inhaltlichen Positionen von den etablierten Parteien aufgegriffen würden. Und dann müssen sie nicht bei so einer Truppe wie bei der AfD unterkommen. Im EU-Wahlkampf hat die AfD neben Migration vor allem auf ihre Haltung zu Russland gesetzt und den Ukraine-Krieg. Die Partei forderte, in Abgrenzung zu vielen anderen Parteien, ein engeres Verhältnis zu Russland und stellte sich gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Es war ein politischer Fehler, dass russische Vertreter zur Münchner Sicherheitskonferenz ausgeladen wurden. Einer Konferenz, deren Motto Frieden durch Dialog, nicht durch Waffenlieferungen lautet. 32 Milliarden Euro haben die deutschen Steuerzahler der Ukraine bereits geschenkt. 32 Milliarden für ein Land, das nicht mit uns verbündet ist. Hier sieht man, dass wir immer mehr zur Kriegspartei werden. Und das können wir wirklich nicht zulassen, dass wir uns weiter an den Hals der Ukraine werfen. Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer stimmen 45% der Befragten in Ostdeutschland der Aussage zu, die westlichen Staaten sollten die Ukraine weniger unterstützen. Eine Position, die auch die AfD vertritt. Für die AfD-Wähler war vor allem die Haltung der Partei zum Thema Migration wahlentscheidend. Außerdem profitiert die AfD unter anderem auch von der Unzufriedenheit mit der Ampel. Für Matthias Jung sind die Ergebnisse von EU-Wahlen ein Gradmesser für die große Unzufriedenheit mit der Regierung. Dass sie halt ähnlich wie Umfragen, die ich momentan bundesweit mache, die aktuelle Stimmungssituation wiedergeben, die dadurch primär gekennzeichnet ist, dass die Menschen in einem Maße mit der Bundesregierung unzufrieden sind, wie wir das in den Jahrzehnten, die es das Politbarometer gibt, nicht gemessen haben. Die EU-Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September dieses Jahres. Was also sagt uns das Wahlergebnis über den Trend für diese Wahlen? Diese Grafik hier war gefühlt überall in den Medien, denn sie zeigt besonders eindrücklich, die AfD ist die mit Abstand stärkste Kraft in allen 5 ostdeutschen Bundesländern. 28,7% holt die Partei in Ostdeutschland. Im Vergleich zu nur 13% im Westen. In Sachsen zum Beispiel erreichte die AfD 31,8% der Stimmen und konnte die CDU deutlich hinter sich lassen. Dasselbe gilt in Thüringen mit 30,7% und auch in Brandenburg mit einem Ergebnis von 27,5%.
Zur Erinnerung, die Partei wird sowohl in Sachsen als auch in Thüringen vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Bei der EU-Wahl lag die AfD in allen ostdeutschen Bundesländern bis zu 10 Prozentpunkte und damit sehr deutlich vor der Union. Die Frage scheint also nicht mehr zu sein, ob die AfD vorne liegt, sondern mit wie viel Vorsprung. Wenn sie in einer bestimmten, auf einer bestimmten Wahlebene 40 Prozent einfahren, dann ist es natürlich ganz klar ein Punkt, dass diese Partei dort angekommen ist, auch in der Fläche. Und dann muss man eben sehen, wie lange hält sich das. Es ist auch bei einer Bundestagswahl so, wenn nach Meinung der Menschen es um wirklich was Wichtiges geht oder es ist ein Phänomen in diesem Umfang eben bei einer Europawahl, wo die Menschen eben sagen, das ist die unwichtigste Wahlebene. Und deshalb werden die Landtagswahlergebnisse da aussagefähiger sein. Auffällig ist, auch bei den jungen Wählern zwischen 16 und 24 Jahren hat die AfD bei der EU-Wahl sehr gut abgeschnitten. 17 Prozent hat sie erzielt, liegt also knapp über dem Gesamtdurchschnitt. Das ist ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zur letzten EU-Wahl 2019. Da hatte die Partei bei den 18- bis 29-Jährigen nur 7 Prozent erreicht. Gleichzeitig haben die Grünen bei der diesjährigen EU-Wahl bei den unter 30-Jährigen 19 Prozentpunkte verloren. Damit erreichen sie in dieser Altersgruppe nur noch 12 Prozent. Woher kommt diese Entwicklung? Deshalb sprechen wir auch von unserer hohen Volatilität, dass eben aus der Wahl bei einer Wahl nicht automatisch das gleiche Wahlverhalten auf Dauer folgt, sondern je nachdem, wie ich die Menschen anspreche, thematisch, personell, kann ich auch halt bestimmte Effekte erzielen. Dann auch je jünger die Menschen sind, umso stärkere Veränderungen, weil die Älteren tendenziell, wie auch bei ihrem Markenkonsum, fester an eine Partei gebunden sind. Die EU-Wahl zeigt ganz deutlich, die AfD gehört in vielen Bundesländern zur Normalität. Es gibt kein Vorbei mehr an der Partei. Das stellt vor allem die anderen Parteien auf die Probe. Die Frage ist, sollten die Landtagswahlen in Ostdeutschland ähnlich ausfallen wie die EU-Wahl? Dann könnte es schwierig bis unmöglich werden, die gewohnten Mehrheiten zu bilden. Gewohnt heißt, das, was bisher immer üblich war. Trotzdem, momentan will keine der anderen größeren Parteien mit der AfD zusammenarbeiten. Die CDU beschwört nach wie vor die sogenannte Brandmauer. Soll heißen, keine Zusammenarbeit und keine gemeinsame Koalition mit der AfD und auch nicht mit der Linken. Die AfD in der Landesregierung. Das scheint damit trotz aller Erfolge eher unwahrscheinlich. Dann wäre voraussichtlich wieder die CDU am Zug, eine Regierung zu bilden. Aber die Frage ist, mit wem? Denn momentan sieht es so aus, als würden alle anderen etablierten Parteien zu schlecht abschneiden, um gemeinsam mit der CDU eine Mehrheit zu erreichen. Allen voran die SPD, die bei dieser EU-Wahl im Osten teilweise sogar nur einstellige Ergebnisse eingefahren hat. Das könnte vor allem einer Partei nutzen, nämlich dem Bündnis Sahra Wagenknecht, dem BSW. Die Partei könnte das berühmte Zünglein an der Waage werden. In Thüringen, Brandenburg und Sachsen räumt die Partei von Sahra Wagenknecht bei der EU-Wahl aus dem Stand Werte zwischen 12,6 und 15 Prozent ab und wird damit in allen drei Ländern drittstärkste Kraft. Laut einer Umfrage des Politbarometers denken 59 Prozent der Befragten in Ostdeutschland, dass das BSW auch langfristig erfolgreich sein wird. Und auch in Gesamtdeutschland legt die Partei von Sahra Wagenknecht nach der EU-Wahl zu. Im ZDF-Politbarometer steigt nach der EU-Wahl die Zustimmung für das BSW auf 7 Prozent. 2 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Erhebung. Für Matthias Jung ist das BSW eine Partei, mit der man bei den anstehenden Landtagswahlen definitiv rechnen muss. Die Zugewinne des BSW im Osten sind fast doppelt so hoch wie die Zugewinne der AfD. Und je nachdem, wie stark sich die etablieren, können sich auch eventuell noch andere Koalitionskonstellationen ergeben, weil prinzipiell das BSW für die anderen Parteien koalitionsfähiger ist als eine Koalition mit der AfD und von daher auch da Konstellationen entstehen können, die wir heute noch nicht unbedingt wirklich beurteilen können. Aber es wird auf jeden Fall viel durcheinander bringen, weil nach diesem Wahlergebnis wird niemand mehr glauben, dass das BSW an der 5%-Grenze bei einer Landtagswahl scheitern wird. Und von daher ist das eine sichere Bank für die Etablierung des BSWs im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, nicht nur im Osten.
Eine Mehrheitsbildung ohne das BSW könnte in den östlichen Bundesländern also schwierig werden. Eine Zusammenarbeit mit der Partei von Sarah Wagenknecht hatte die Union bisher aber ausgeschlossen. Inzwischen ist Friedrich Merz, der Parteivorsitzende der CDU, ein bisschen zurückgerudert. Insgesamt stehen für die Landtagswahlen völlig neue Parteikonstellationen im Raum. Um Mehrheiten jenseits der AfD bilden zu können, könnten komplizierte Koalitionen mit 3 bis 4 Partnern wie in Sachsen-Anhalt immer häufiger werden. Für manche deutsche Wähler mag die EU-Wahl eine Protestwahl gewesen sein, eine Chance der deutschen Politik, deutlich zu zeigen, es soll sich etwas ändern. Wie es auf Landesebene weitergehen kann, dazu muss jede Partei jetzt überzeugende Lösungen erarbeiten und das schnell, denn der Wahlherbst ist ja nah und der wird auf jeden Fall heiß. Das ist jetzt schon klar. Mich würde mal interessieren, was denkt ihr denn, wie könnten die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern ausgehen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und hier neben mir findet ihr noch 2 weitere Videos aus der Reihe Politbarometer to go. Danke fürs Reinschauen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.